Freiwillige vor oder für was schlägt dein Herz? Das ist der Titel von dieser Themenvertiefung. Sehr cool, dass ihr euch für diese Themenvertiefung entschieden habt. Der Experte bei mir, das ist der Globi. Ich bin absoluter genau. Globi-Fan. Ich bin mit meiner Tochter die ganze Zeit am Globi schauen. Das ist sehr gut. Darum habe ich mich besonders gefreut auf dich. Elias Müller, für die, die den Globi nicht kennen. Elias Müller, herzlich willkommen. Du bist heute als Experte da zu dem Thema. Ich kenne kaum einen Mensch, der sich an so vielen Orten freiwillig engagiert, wie du das machst. Du bist unter anderem im Vorstand von der Jungschar der Methodisten. Du bist im EMK Young Mittelland im Kernteam. Und dann schreibst du ständig wegen einer Volley Night und so weiter. Also an ganz vielen Orten, wo du engagiert bist, auch sonst noch. Woher nimmst du die Power? Das ist eine gute Frage. Frage ich mich eigentlich auch ein bisschen. Ich glaube, ich habe das Glück, dass mir die Tätigkeiten und das Engagement auch sehr viel zurückgibt und ich auch sehr gut Energie tanken in dem. Und dann ist es weniger ein, woher nehme ich die Ressourcen, sondern es gibt mir Ressourcen, um mich miteinander einsetzen können. Und das finde ich, ist recht cool. Yes. Cool. Hey, ich freue mich mega, was du mit uns zu teilen hast zu dem Thema. Und ich würde sagen, let's go. Danke. Freiwillige vor oder wofür schlägt dein Herz? Partizipation statt freiwillige Gratisarbeit. Das, was ich euch hier erzähle, habe ich das meiste aus einer Studie vom Gottlieb Duttwiler Institut, im GDI, und die heisst «Die neuen Freiwilligen» und hat sich mit Ehrenamtlichkeit und Partizipation in der Gesellschaft auseinandergesetzt. Freiwillige Arbeit ganz allgemein, da kommt einem oder mir persönlich ganz schnell die Jungschar in Sinn, eben die EMK, verschiedene Vereine. Aber Ehrenamtlichkeit ist noch viel mehr. Alles, was wir machen, ohne eine Bezahlung, ohne dass wir irgendwie eine Gegenleistung verlangen, ist freiwillige Arbeit, ist ein Ehrenamt. Der erste Schritt ist eigentlich zu erkennen, was eigentlich alles geleistet wird, in der Kirche, bei uns in der EMK, im Bezirk, in der Jugendarbeit oder allgemein in der Gesellschaft. Jedes Mal, wenn wir jemandem helfen, sind wir ehrenamtlich. Wenn man sinnvolle YouTube-Clips macht oder Wikipedia-Einträge schreibt, ist das ebenfalls ehrenamtlich. Oder Kind erziehen oder einfach da sein für jemanden. Ehrenamtlichkeit, wie wir es definieren oder wie man oft zuerst daran denkt, ist eben die Hithilfe und die Arbeit in einem Verein oder bei uns in der EMK, in der Jugendgruppe, in einem EMK Young, in der Jungschar und so weiter. Bei all dem, was wir machen. Und durch das sind wir einfach Teil in der Gesellschaft, weil wir hier innen wirken wollen. Und in dieser Gesellschaft gibt es so gewisse Megatrends, wo wir zuerst einmal anschauen wollen, woher bewegt sich eigentlich die Gesellschaft, wo wir drinnen leben und wo wir auch drinnen tätig sein und wirken. Die Megatrends wie Individualismus, Flexibilität, Digitalisierung und Mobilität haben einen grossen Einfluss auf unsere Arbeit in der EMK, in der Jugendgruppe oder in der Jungschar. Weiterhin wird es Ehrenamtliche brauchen und weiterhin wird Ehrenamtlichkeit sehr wichtig sein. Aber die Art und Weise, wie wir ehrenamtlich sind, die wird sich in Zukunft wandeln oder hat sich bis jetzt schon verändert zu früher. Genau. Die Bereitschaft, in einem Verein oder in einer Organisation mitzuschaffen und langfristig dabei zu sein, sagt die Studie, wird in Zukunft stark abnehmen. Das ist aber nicht nur schlecht, sondern birgt auch Chancen. Und auf die möchte ich vor allem eingehen. Wir leben im Moment in einer Multi-Optionsgesellschaft und die wird immer grösser und immer relevanter. Der Bezug zum Lokalen nimmt immer mehr ab. Und das sind im ersten Moment das nach schlechten Neuigkeiten. Aber andererseits haben wir auch den ersten Megatrend, den ich darauf eingehen will, und das ist die Digitalisierung. Die Einsatzfelder werden sich verändern von der freiwilligen Arbeit und von dem, was wir machen, auch bei uns auf den Bezirken, in der Jungschar oder in unserer Jugendgruppe. Zu unserer Welt ist noch ein zweiter dazugekommen, nämlich die digitale. Es ist eine riesige Chance für uns, einerseits, und andererseits auch fast beängstigend, weil die neue Welt eigentlich keine Grenzen hat.
und es ermöglicht uns, vernetzt zu sein mit Menschen auf der ganzen Welt, egal wo die gerade sind. Wir können zusammen am gleichen Strick ziehen. Und das ist ein mega grosses Plus, das wir aus der Digitalisierung gewinnen. Beispielsweise die Fridays for Future-Bewegung oder die Black Lives Matter hat es so gross können werden, dank der Digitalisierung, dank der sozialen Medien und dank dem, dass wir so gut miteinander vernetzt sein können. Die Schwierigkeit heute, die wir haben, ist vielleicht eher, oder vielleicht ist das Problem, das ich vor allem habe, was mache ich oder was suchen wir aus von all dem, was so gut wäre, um sich dafür einzusetzen. Ich lese täglich wieder Sachen in der Zeitung, die ich finde, eins so cool, ich würde so gerne mitmachen. Und die Schwierigkeit ist für mich viel mehr so herauszusuchen, was ist wirklich wichtig und was zählt wirklich. Und die Frage, die man sich künftig viel mehr stellen muss, ist, für was setze ich mich ein und vor allem auch, warum oder wozu setze ich mich für das ein. Und die Herausforderung, die wir haben, als Vereine, als Bezirk, als EMK, als Jungschar, ist, die digitale Welt mit der analogen zu verknüpfen. Weil nach wie vor haben wir das Bedürfnis nach einem sozialen Austausch und dass wir gemeinsam mit Menschen unterwegs sind und Kontakt haben. Mehr als einfach nur über Social Media. Und das Spannende ist, was die Studie herausgefunden hat, ist, dass sich so viel mehr Menschen gerne würden für etwas einsetzen, auch würde in einem Verein einsetzen, würden der Jungschar helfen oder im Bezirk mithelfen. Sie sind aber einfach nie gefragt worden. Und das ist eine Chance, die wir haben in der Digitalisierung, dass wir viel mehr Leute erreichen können und viel mehr Leute zeigen können, was wir machen und auch mitteilen, dass wir Hilfe brauchen und offen sind für Leute, die mitarbeiten. Wer von euch ist schon mal einfach so auf einen Verein zugegangen und hat gefragt, ob man sich investieren kann? Das machen relativ wenige Menschen aus sich selber heraus. Und darum ist es umso wichtiger, dass man den persönlichen Kontakt hat und auch persönlich fragt. Also schon mal die Idee gehabt, vielleicht Eltern zu fragen, den Götti, Gotti, Nachbarn oder Passanten im Dorf, hey, für was schlägt dein Herz und könntest du dir vorstellen, hier mitzumachen? Vernetzung ist also sehr wichtig. Und auch wichtig ist, dass Bedingungen an Menschen, die helfen, nicht zu hoch sind. Es sollte möglichst niederschwellig sein und möglichst einfach sein, dass man einfach einmal mitmachen kann, einmal hinschauen kann. Und nicht schon mit einem riesen Anforderungskatalog kommt und ja, wenn du kommst, wir brauchen jemanden, der unbedingt noch Kasse macht. Sondern einfach einmal hören und schauen, was die Menschen mitbringen. Ihr Amt muss sinnstiftend sein. Und da habe ich mich ein bisschen gefragt, warum finden wir bei uns nicht einfacher Leute für unsere Projekte? Ich meine, anscheinend hat der Zürcher Zoo eine Warteliste für Freiwillige. Und wenn man will, ehrenamtlich gratis bei den Olympischen Spielen mitarbeiten will, dann muss man sich bewerben. Und nur die besten Gratisarbeiter und Arbeiterinnen werden dann ausgesucht. Warum machen Menschen das? Weil sie einen grösseren Sinn dahinter sehen. Sie denken, das, was ich hier mache, ist sinnvoll. Das nützt etwas. Ich sehe und ich fühle mich nachher gut, wenn ich das mache. Und warum ist es bei uns vielleicht weniger? Vielleicht haben wir Mühe im Jungschar-Team, vielleicht haben wir auch ein Riesenteam. Oder es ist in der Jugendarbeit, Helfende zu finden. Ich sage, ich glaube, die Menschen wissen einfach noch nicht, wie sinnvoll das ist. Und darum habe ich mich mal damit auseinandergesetzt und mal nachgelesen, was es braucht, dass Sinn entsteht. Und ich bin auf 3 Punkte gekommen. Autonomie, soziale Eingebundenheit und Wirksamkeit. Diese 3 Punkte sind entscheidend, dass wir etwas sinnvoll finden. Es ist doch viel sinnstiftender, wenn ich weiss, für was ich mich einsetze, wenn ich den Zweck sehe dahinter und den vielleicht auch selber mitgestalten kann. Kommen wir zu diesen 3 Punkten. Erstens zu der Autonomie. Was ist damit gemeint? Damit gemeint ist, wir brauchen Freiräume, um uns voll zu entfalten. Das sind einerseits physische Räume, also Gebäude, zum Beispiel wie so ein Studio, dass man da halt so einen Clip aufnehmen kann.
Es kann aber auch ein Wiese sein oder ein Stückchen Wald, wo wir darauf Jungschar machen können oder sonst ein Angebot anbieten. Dazu, haben wir vorhin schon gehabt, bei der Digitalisierung, können noch virtuelle Räume. Auch die können einem zur Verfügung gestellt werden über das Internet, über Plattformen, die man nutzen kann. Und ganz wichtig, es braucht eine offene und konstruktive Fehlerkultur. Es braucht Vertrauen und man muss Fehler machen dürfen. Misserfolg soll erlaubt sein. Das heisst, man muss bewusst das Risiko in Kauf nehmen. Und keine Angst für all die, die jetzt Jungschar machen, nicht die jüngsten Teilnehmenden mit den unerfahrensten Leitern auf eine 4000er Ruhe schicken. Das meine ich nicht mit bewusst Risiko eingehen, sondern mit bewusst Risiko eingehen meine ich, wir gehen das Risiko ein, dass unser Vertrauen missbraucht wird. Und das ist hart und das braucht Überwindung. Aber es ist ein zentraler Punkt, dass Menschen, die mitarbeiten, die Leute in eurem Team, eure Leiterinnen und Leiter und Menschen in eurem Bezirk Sinn empfinden in dem, was sie machen. In dem, dass sie merken, hey, da vertraut mir jemand voll und ganz. Sie trauen mir etwas zu, was ich vorher noch nie gemacht habe. Das nennt sich dann Vertrauen. Also für Autonomie brauchen wir Räume und Vertrauen. Soziale Eingebundenheit als Sinnstifter. Moderne Freiwilligenarbeit geht nicht ohne Partizipation. Das ist die Kernaussage, die ich euch heute weitergeben will und auch die Kernaussage von dieser Studie. Die ganz klar sagt, ohne Partizipation, das heisst ohne, dass man mitwirken und zusammenarbeiten kann, wird es in der Zukunft schwierig in der ehrenamtlichen Arbeit oder Menschen zu begeistern dazu, freiwillig bei einem Projekt mitzumachen. Der Bezug zum Lokalen wird abnehmen. Und durch das haben weniger Menschen Interesse, einfach etwas rein Lokales in einem Dorf mitzuarbeiten. Es wird viel sinnvoller, wenn wir eine Vernetzung haben, eine regionale Vernetzung, nationale Vernetzung oder sogar international mit Menschen in aller Welt vernetzt sind. Sinnvoll, weil man dann das Grosse und Ganze sieht. Man will Teil sein von etwas Grossem. Es gilt also, das Lokale mit dem Nationalen zu verbinden. Weil die nationalen oder die übergeordneten Projekte gross sind, kann nicht leben, ohne dass es lokal ausgelebt wird. Und somit ist das Zusammenspiel zwischen dem Nationalen, dem Regionalen und dem Lokalen sehr, sehr wichtig. Da haben wir in der EMK einen mega Vorteil. Wir haben vielleicht das Gefühl, dass die starren Strukturen und die Organisation eher hemmend ist. Aber gerade in dem Punkt vom sozialen, von der sozialen Eingebundenheit und der Globalisierung kann so ein mega Vorteil sein. Haben wir schon so ein Konstrukt, das national und sogar international vernetzt ist. Und für die Jungscharen ist auch Jugend und Sport so ein Bezugspunkt, wo wir sagen können, hey, wir sind Teil von etwas Grossem, Sinnvollem, wo wir teilen mit dem FC oder mit dem Turnverein bei uns im Dorf, wo gleichzeitig und neben uns stattfindet. Und da ist auch ganz wichtig, die Übergeordneten nehmen Rücksicht und sind sich bewusst, dass der Kern von ihrer Arbeit das Lokale ist. Und das Lokale macht ganz stark Werbung für die übergeordnete grosse Sinn. Dann kommen wir zum dritten Punkt nach der Autonomie und dem sozialen Engagement, sozialen Eingebundenheit. Und das wäre die Wirksamkeit. Ich höre oft den Satz, ich will das Ergebnis von meiner Arbeit sehen. Beispielsweise mit Leuten reden und fragen, warum bist du Zimmermann? Dann ist die Antwort meistens, ja, ich komme oben heim und ich sehe das Haus und ich sehe, ich habe etwas gemacht, ich habe etwas bewirkt. Oder ich war mal weg und es ist einfach ein cooles Gefühl, wenn man am Schluss noch durch den Laden läuft und irgendeine Geburtstagstorte gemacht hat und dann ein Kind sieht, das sich freut daran, an dem, was man gemacht hat. Oder jemand, der im Spital arbeitet, der merkt, wie ein Mensch gesund wird und vielleicht am Schluss sogar noch Danke sagt für die Arbeit, die man geleistet hat und für die Pflege, die man leistet. Dann empfinden wir doch Sinn.
Wir wollen eine Wirkung sehen. Das, was wir machen, was wir uns dafür einsetzen, soll doch irgendetwas bewirken. Wer sich heute engagiert, will nicht einfach nur Helfer sein, sondern eben auch mitbestimmen und nicht nur mitlaufen können, um ein Ziel zu erreichen, das irgendjemand definiert hat, sondern auch selber an dem Ziel mitgestalten können. Das zu diesen drei Punkten. Und das Motivierende an diesen drei Sachen, an dieser Autonomie, an dieser sozialen Eingebundenheit und an der Wirksamkeit ist, oder so Zusammenfassung, dass wir möglichst schauen, dass wir wenig administrative Arbeit haben. Weil das ist sehr, sehr mühsam für ganz viele Menschen. Und vielleicht haben da sogar Menschen, die gerne administrativ arbeiten. Und dann ist das super, dann geben denen die Arbeiten ab. Wir engagieren uns lieber für Sachen, die uns herausfordern. Etwas, wo wir dabei auch etwas lernen können. Das ist wichtig, wenn wir beachten, wie wir unsere neuen Projekte planen. Dass wir auch Raum geben, wo man lernen und Neues ausprobieren kann. Wir brauchen Raum und Vertrauen. Vom Kleinen ins Grosse denken und vom Grossen ins Kleine. Und sichtbare Ergebnisse. Wenn Menschen aufhören mit ihrem Engagement in einem Verein, in der Jungschar, auf einem Bezirk, dann hängt das oft damit zusammen, dass es mehr Energie nimmt, als dass sie zurückbekommen. Dass sie merken, irgendwie erfüllt das den Zweck nicht mehr so, wie sie es gehofft haben. Die Studie hat eine schöne Zusammenfassung geschrieben, was wir als sinnvoll empfinden. Sie schreibt nämlich, dass Sinnhaftigkeit entsteht, wenn man als Individuum das Gefühl hat, dass man selber den Unterschied machen kann. Freiwilligkeit erlebbar machen. Wenn man über das Warum und nicht nur also Ziel entscheiden kann und nicht nur über das Wie, also wie erreichen wir vorgegebene Ziele. Das Warum kann verloren gehen, wenn man nur noch administrative Arbeiten machen muss oder Routinearbeit, die immer die gleiche ist. Und dann kommen wir noch zum letzten grösseren Punkt. Und zwar ist das der Megatrend der Individualisierung. Das ist etwas, was mich persönlich in den letzten Jahren schon recht beschäftigt hat. Weil so ein bisschen, ja, dass die Multi-Optionsgesellschaft, in der wir leben, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Man pickt sich das raus, was einem gerade passt. Die Individualisierung führt dazu, dass es uns immer schwerer fällt, uns mit einer sozialen Gruppe zu identifizieren. In jedem Verein, wo ich tätig bin und in allem, was ich mache, und in dieser Gruppe, die ich engagiere, ich bin nie zufrieden mit allem 100%. Es ist nie einfach 100% meins. Und trotzdem engagiere ich mich sehr, sehr gerne, weil ich mit grossen Teilen davon klarkomme und merke, dass ich auch selber mitgestalten kann und das, was ich noch nicht zufrieden bin damit, kann ändern. Mir ist ja eben einerseits nicht immer überzeugt von jeder Organisation, oder manchmal passen auch noch gewisse Leute nicht, die dort mitmachen. Oder eine Partei, wo man sich zwar darin engagiert und irgendwie gleich nicht mit allem so einverstanden ist, was die Chefetage rauslässt. Und trotzdem haben wir nach wie vor das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Darum werden künftig mit höchster Wahrscheinlichkeit kurzfristige und unverbindliche Einsätze wichtiger. Und langfristiges Engagement und jahrzehntelanger Einsatz für einen Verein, für die EMK, für einen Bezirk, für die Jungschar, für die Jugendgruppe wird eher unwahrscheinlicher und in seltenen Fällen geben, wo das noch der Fall ist. Finde ich das gut? Ich persönlich muss sagen, nein, ganz klar nicht. Schade ist einfach, dass mich niemand gefragt hat. Es ist einfach so, dass sich unsere Gesellschaft dorthin entwickelt. Also habe ich geschaut, wie lernen wir damit zu leben und wie können wir auch davon profitieren? Individualität als Segen und weniger als Fluch. Wie ist also Individualität und Zugehörigkeit zusammen zu vereinbaren? Einerseits durch befristete Aufgaben, also zeitlich befristet, und andererseits projektbasiert und in Kooperationen. Also in Gruppen und je nachdem auch mit
Gruppe, zum Beispiel einer Jungschar von der gleichen Region oder auch mit einem Verein im Dorf. Und die Zusammenarbeit in einer Gruppe sollte geprägt sein von diesen sinnstiftenden Grundsätzen. Also jeder und jede kann seine individuellen Fähigkeiten einbringen. Man darf aber auch Neues ausprobieren und man bekommt Vertrauen, dass mal etwas in die Hose gehen kann. Man darf ohne Versagensangst einmal eine neue Rolle ausprobieren. Vielleicht einmal die Hauptleitung von einem Projekt übernehmen, ein Weekend selber planen oder verantwortlich sein für die Küche, auch wenn man vorher noch nie wirklich gekocht hat. Die Regeln von diesen Projektgruppen, und das ist auch sehr wichtig, soll die Gruppe selber gestalten können. Also nicht ein vorgängiges Regelwerk, das man einfach übernehmen soll und dann auch handeln, sondern jede Projektgruppe darf sich selber organisieren und sich selber Regeln festlegen. Wann ist man verbindlich und wie verbindlich sind wir miteinander unterwegs? Freiwilligenarbeit in fixen Strukturen wird abnehmen, aber im Freien wird sie stark zunehmen. Und nochmal, moderne Freiwilligenarbeit geht nur über Partizipation. Nur, wenn man davon Teil sein darf. Das ist das Fazit und der Schlüssel aus dieser Studie und das, was ich euch weitergeben möchte. Kommen wir weg von der Freiwilligenarbeit und gehen her zum Partizipieren. Menschen sollen neu Teilhabende sein und nicht mehr Teilnehmende sein. In der EMK nennen wir das vom Für zum Mit. Also nicht wir als Team organisieren einen Anlass für die Jugendlichen, sondern wir organisieren mit den Jugendlichen. Nicht das Leitungsteam organisiert ein Sola für die Teilnehmenden, sondern mit den Teilnehmenden zusammen wird ein Sola organisiert und gestaltet. Man ist Teil davon. Eine weitere Erkenntnis ist, trotz eigentlich weniger Engagement, weniger Einsatz und weniger Verpflichtungen, steigt der Anspruch auf Mitbestimmung. Und das bedeutet, dass Leute und Menschen, die jetzt schon lange leiten und dabei sind in einem Team, in einer Jungschar, auch den Neuen, die dazukommen, das eingestehen und ihnen auf Augenhöhe begegnen. Vertrauen ist ein zentrales Thema, dass man freiwillig mitschaffen kann. Eine offene Fehlerkultur und Risikobereitschaft, dass etwas schief gehen kann, sind wichtig, dass wir uns frei entfalten können und ganz neue, coole Ideen entstehen können. Und wir wollen, dass man uns auf Augenhöhe begegnet und wir auch anderen können auf Augenhöhe begegnen. Das Ehrenamtliche geht nur, wenn wir nicht nur über das Was können entscheiden können, sondern auch wie. Also nicht nur, was ist das Ziel von unserem Projekt, von unserem Sola, von diesem Weekend, sondern auch, wie gestalten wir das, wie leben wir das aus und was könnten wir Neues ausprobieren. Zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, es braucht auch in Zukunft Menschen, die solidarisch sind und sich solidarisch verhalten. Menschen, die Vertrauen schenken und Menschen, die Verantwortung übernehmen. Und es braucht weiterhin Menschen, die ihre wertvolle Zeit investieren. Lasst uns solidarisch und dank Vertrauen mutig, sinnstiftende Verantwortung übernehmen, aber auch abgeben.